Hi, 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 welcome, welcome, welcome. Piu, piu. Wenn du dir jetzt denkst, was ist das für eine Schwuchtel mit pinken Haaren? Kannst du dir nicht erklären, bin ich halt eine Schwuchtel mit pinken Haaren. Aber eigentlich bin ich so wie jeder andere auch. Ich bin Stammkunde bei Dildo King, bei mir stapelt sich Geschirr von vor 5 Wochen und ich trage eigentlich eine Brille. Wenn du dich jetzt auch fragst, wo sitzt der Spaß da und wieso hat man gerade einen Radfahrer gesehen und wieso sieht man da, ich sehe sie doch ganz genau, da Arbeiter von der Firma gegenüber, dann kann ich dir darauf keine Antwort geben. Wisst ihr, so ein Kanaltrailer ist eigentlich dazu da, man erzählt etwas über sich. Oder man macht einen Videozusammenschnitt über Videos, die man bisher schon gedreht hat und was einen so erwarten könnte. Und was mache ich? Ich sitze hier vor meinem Rechner, sehe komplett behindert aus, wenn man meine Kopfform sieht und man einfach merkt, hier wird's auf einmal rund und dabei ist der Rest alles gerade. Ich habe pinke Haare, ich habe die fettesten Kopfhörer auf diesem Planeten. Nein, es gibt eigentlich noch fettere, aber sie sehen trotzdem komplett kacke aus. Worauf wollte ich hinaus? Wie habe ich den Satz überhaupt angefangen? Also, was mache ich in meinem Kanal-Trailer-Zusammenschnitt? Genau, ich sitze hier vorm Rechner und mache irgendwelche komischen Dinge, damit ihr komplett verstört euch irgendein anderes Video anguckt. Zum Beispiel Katzenbabys oder so. Jeder liebt Katzenbabys, aber was ist denn mit Enten? Back. Also, mein Name ist Florian, das wissen wir jetzt. Ich habe auf diesem Kanal mit Gaming angefangen, wollte dann vom Gaming weg. Und was mache ich zurzeit? Richtig, Gaming. Aber was mache ich da in diesem Gaming? Ich mache Kacke. Ich spiele keine AAA-Releases. Ich spiele keine wirklichen Indie-Games, auch wenn ich es immer so betitel. Ich spiele sowas wie Google Zeichnen oder Dating-Simulator, nur damit ich die Klicks kriege, wisst ihr, weil Sex sells. Außerdem habe ich nie Ideen und mache immer random Videos mit ziemlich viel Ear-Rape, wie wahrscheinlich auch schon in diesem Video. Irgendwas werde ich gefunden haben in der Bearbeitung, was ich in Ear-Rape umturnen kann und dann habt ihr euch sicher erschrocken, wenn das hier euer erstes Video von mir ist auf diesem Kanal. Ach ja, für die, die es noch nicht wissen, ich habe hier Rabattcodes für Dildo King. Ich weiß noch nicht, ob die eingelöst sind, aber auf jeden Fall gibt's auf diese Marken, auf alle Marken eigentlich, auf alle Marken bei Dildo King, gibt's diesen Rabattcode. Ja, fokussiert das? Da. Diesen Rabattcode gibt's da. Unbedingt einlösen. Das sind 10% Rabatt. Dann habe ich hier nochmal 10% Rabatt auf Anal-Dildos. Warum ich die Gutscheincodes nicht benutze? Ja, ich habe zurzeit nichts, was ich da bestellen sollte. Ich habe eine meiner Dildos in meinem Schrank. Ich muss keine neuen kaufen. Mein Vibrator ist auch hier. Vielleicht ist dieser Kanaltrailer auch komplett scheiße geworden. Ja? Vielleicht denkt ihr jetzt nach diesem Kanaltrailer, was ist das für ein Spaß? Den möchte ich nicht abonnieren. Verständlich. Aber dann bitte ich euch doch einfach. Schaut hier, ich muss es im Bild zeigen. Schaut hier doch mal meinen vorherigen Kanaltrailer an, ja? Ich bin da ein bisschen ernster über mich, ja? Ich erzähle euch was über mich, was ihr jetzt vielleicht nicht herausgefunden habt. Aber auf jeden Fall wirklich da so ein bisschen angespannt, könnte man sagen. Zumindest wirkt das jetzt im Nachhinein auch auf mich so. Ich glaube, ich war da gar nicht angespannt, aber im Nachhinein wirkt das ziemlich so. So, jetzt noch kleine Infos über mich. Leute, die sagen, hey, du siehst aus wie 30, dankeschön dafür, ich weiß, dass ich alt bin. Nein, tue ich aber nicht. Leute, die sagen, du siehst aus wie Mitte 20, danke, da bist du nicht der Einzige. Ich werde oft Mitte 20 geschätzt, bin ich aber gar nicht. Ich bin nämlich erst 17 und werde diesen Mai 18. Falls ihr jetzt schockiert seid, kein Ding, warum ich trotzdem Stammkunde bei Dildo King bin, ich weiß es auch nicht. Gut, man sieht sich in einem meiner nächsten Videos oder vielleicht auch nicht. Vielleicht seid ihr jetzt auch so abgeneigt zu diesem Kanal, dass ihr einfach auf meinen Kanal geht und blockieren und melden und Kindesmissbrauch und ja, alles. Ich denke, man sieht sich trotzdem irgendwann nochmal. Irgendwann. Man begeht sich immer zweimal im Leben. Okay, ciao.